Wir sind hier mitten in der World of Coffee und wir haben unglaublich viele gute Gespräche heute geführt, oder? Ja, wir haben einen sehr intensiven Tag erlebt. Wir waren in Athen bei der europäischen Leitmesse für Kaffee, der World of Coffee, und wir nehmen euch mit zu den einzelnen Ständen, zeigen euch, welche neuen Maschinen vorgestellt wurden. Wir haben viele Gespräche geführt und all das gibt es jetzt hier als Zusammenfassung in diesem Video. So, sehr geil. Wir haben uns Tassen besorgt. Wo waren wir, Michel? Wir waren bei June, bei Victoria Arduino. Genau. Haben einen leckeren Natural Costa Rica gekriegt in diesen wunderschönen Tassen. Und die werden uns jetzt 2,5 Tage begleiten. Genau, weil wir haben keinen Bock auf die ganzen Packbecher. Wir sind am Stand von Macup. Wir haben uns hier nicht nur die ganzen kleinen angeschaut, die wir uns ohnehin jetzt ja auch noch in einem Video bald vornehmen, sondern auch die neue Labo. Das ist jetzt hier noch ein Prototyp, glaube ich. Oder kommt jetzt neu auf den Markt? Kommt jetzt neu auf den Markt, genau. Preispunkt irgendwie 2,9. Ja, über, also die mit Zahl dann eher bei fast 3. Und es sind ein paar Sachen super smart gelöst. Ich finde die Mahlgradverstellung, das ist die Feineinstellung, die ist schon sehr präzise, fühlt sich auch gut an, schöner Widerstand. Und wenn man grob was verstellen möchte, hier einmal raus und dann kann man das auch drehen. Auch das ist nicht, es ist nicht schwergängig, sondern es ist so ein guter Widerstand zum Mahlgrad einstellen, finde ich. Auch sehr schön hier bei dem Modell jetzt hier. Man kann wirklich ja unten einfach den kleinen Becher zum Abstreifen da nutzen. Ne? Ja. Und auch Reinigung geht relativ einfach. Ja. Über einen Schiebestift, den man hier rauszieht, kannst du das Ding unten rausnehmen. Raus, sauber machen. Schön. Ja. Ja, man sieht. Es geht was, Michel. Es geht was. Sind alle aufgewacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind bei Kommandante und wir kriegen vom Chef persönlich einen gemahlen. Genau. Und zwar nicht einfach in irgendeiner Mühle. Nicht in der hier. Auch nicht in der bekannten C40. Sondern wir haben heute das Biest dabei. Das ist die Barracuda. Warum Barracuda? Hier, nimm mal in die Hand. Ach du Scheiße. Also der Gedanke war, das größtmögliche, das gemeinste Mahlwerk am Planeten in eine Handmühle zu packen. Und wenn du das jetzt mal anschaust hier, schau mal rein, da siehst du schon den Unterschied. Und die Frage war natürlich, du kannst es nicht einfach nur größer machen. Du brauchst einen Waffenschein. Und dieses Teil wiegt 1 Kilo, die Mühle. Einfach nur größer machen, dadurch wird es nicht besser. Also wir haben erst Nitro Blade genommen, einfach größer gemacht. Super schlechtes Result, weil funktioniert nicht. Jetzt ist schon wieder weg. Jetzt ist sie wieder weg. Und dann war die Frage, okay, wie kann ich es vergrößern, dass es einen schnelleren Durchsatz hat und aber trotzdem nicht, du musst ja auch noch irgendwie drehen können. Das ist das Hauptproblem, dass es ergonomisch bleibt. Und deswegen, darf ich die Mühle noch mal kurz haben? So, wir sind wieder live zurück von der Messe in Athen. Ja, super. Wir haben die Mühle wieder gefunden. Und wir haben sehr viel Spaß hier. Ja, genau. So, das Problem ist, vergrößern, damit es schneller geht, aber so, dass man es noch drehen kann. Wir haben auch, es gibt ein paar Freaks, die Aufsätze gemacht haben zum Mahlen mit Motor. Also du könntest auch ohne Probleme als Shop-Mühle nehmen. Das heißt, wir haben unsere ersten Tests gemacht mit den größten Mühlen, die wir von Mitbewerbern finden, für eine Robur-Mühle zum Beispiel, und haben einfach den Rand runtergeschliffen, weil oftmals bei den Mühlen redet man von der Größe und da ist aber eigentlich noch 2 Zentimeter Fleisch außenrum. Ja. Also alles runtergeschrubbt und dann geschaut, was funktioniert gut. Und die meisten Mühlen, die so draußen sind, die groß sind, sind alle für Espresso nicht schlecht, aber du kannst es nicht für Filter hernehmen. Und deswegen haben wir hier mehrere Jahre Geometrie-Research gemacht und haben dann dieses Mahlwerk entwickelt. Und es ist, also diese Mühle hier, Kommandant, die C40 ist ja schnell, die ist doppelt bis dreimal so schnell. Kommt auf die Density von der Bohne an. Und ich müsste hier irgendwo ein bisschen paar Mühlen, Kaffee haben. Here you go, probier mal. Ach, das ist relativ fein. Ja, da kommt schon was. Da geht ordentlich was. Da kommt was. Was waren das jetzt? 20? Oh, die halbe Schale. Wir können auch gerne noch mal was abwiegen und schauen. Ja, ich also 20 Gramm. Fertig. Also, jetzt ist das alles komplett hier
ein Block Stahl. Und wir wollten dann auch einen anderen Klicker. Mhm. Also wenn man die Standardversion, die hast du hier drin. Und dann gibt es Red Clicks, was die Zahl verdoppelt. Und hier, das liegt genau dazwischen. Und hier, die Idee war wie so ein E-Gitarrenverstärker-Knopf zum Klicken. Und wenn du verstellst, nur hier an der Kante aufpassen, die ist sehr, 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 sehr scharf. Ich bin Koch. Wahrscheinlich blutet er gleich in zwei Sekunden. Schnipp, schnapp. Das ist eigentlich die ideale Mühle für zu Hause, fürs Reisen, für alles. Die haben wir entwickelt, weil wir selber viel in die Berge gehen, viel mit dem Rad unterwegs sind. Da ist jedes Gramm weniger, ist gut. Und das war einfach so. Das ist ein bisschen bescheuert. Das ist einfach, das hey, ist okay. Let's create a beast. Und das ist da. So, wir haben Sebastian getroffen. Sebastian ist Hochbarista, Kaffeemacher-Follower, muss man kurz sagen. Was war dein Highlight? Der erste World of Coffee. Ja, die erste World of Coffee und mein Highlight bisher war eigentlich Douglas Weber mit Weber Workshops, die EG1 mal in live zu sehen. Ja. Cool. Und Distribution Tool hast du schon gekauft? Den Moonraker habe ich gekauft, genau. Cool. Was, mit was brühst du zu Hause? Ich habe eine Decent zu Hause. Michel, stell dir vor, du hast mal wieder, wie du das ja so schön machst, deinen Siebträger vorbereitet, alles schön verteilt und dann kommt wieder Benjamin und puncht dir da so mit dem Finger rein. Was machst du dann? Mach das hier. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm, jetzt verkack's nicht. Alter, das sieht ja besser aus als vorher. Das ist schon ein Eindruck, ne? Das ist echt cool. Ich finde es aber richtig schön verarbeitet, richtig schick und natürlich macht super viel Sinn. Und vor allem kann ich jetzt einfach mal ein bisschen noch mal mit dem experimentieren, wie viel braucht zu sagen, aber wie viel konstanter kriegen wir jetzt wirklich hin. Ja. Ja, super. Super, also damit werden wir experimentieren. Überhaupt hat Weber ja einfach geile Sachen, ne? Muss man ja sagen, ne? You can see also in the board over there, this slow extraction, it's like working in any traditional machine. Was für eine Ehre, der Chris hat uns hier gerade Kaffee gemacht. Der ist ehemaliger Latte Art Weltmeister, Vize-Weltmeister, auch im Barista. Und der kennt sich mit Kaffee aus und er ist genauso wie wir auch auf jeden Fall der Meinung, da kommt richtig guter Espresso raus aus der Eversys. Das ist so eine vollautomatische Kaffeemaschine bzw. Kolben-Kaffeemaschine, wie ich sie interessant finde auch für die Gastronomien, weil sie so präzise einstellbar ist, weil sie bestimmte Fehler nicht macht. Vielleicht hat jemand von euch letzte Woche mein Video über die Jura Ono gesehen, da habe ich gesagt, jetzt muss man eigentlich die Maschine schütteln, um das Kaffeepulver ein bisschen zu verteilen. Und so eine Geschichte zum Beispiel macht die Eversys selbst, indem sie eben eine Vibration fährt. Sehr interessant. Und auch der Milchschaum dann, du kannst genau einstellen, was für eine Stärke du hast in im Milchschaum und so weiter. Also all das ist sehr cool. Und ja, der Schaum kommt so raus, dass du damit ordentlich Latte Art machen kannst. Schon eine spannende Maschine und ich freue mich da noch ein bisschen mehr mit zu experimentieren. Wir können los. Hey. Erzähl mal, was gibt's Neues? Ja, voll wichtig. Wir haben hier den ersten datengetriebenen Filterkopf von Britta. Du siehst hier, normalerweise hat sie einen Bypass. Ja, da ist die Bar nicht drin. Der Grund ist, es ist alles im Kopf drin. Also du misst die Leitfähigkeit im Kopf drin, also wir haben eine Sonde. Er kann anhand von der Leitfähigkeit kann er den Bypass automatisch selber einstellen. Ist vor allem der größte Vorteil ist, wenn du Wechselwasser hast. Du hast eine Gemeinde mit vier verschiedenen Quellen. Die eine ist weich, die andere ist hart. Der Kopf merkt das, er misst das, stellt den Bypass automatisch richtig rein und er misst dann die Restkapazität vom Filter. Das heißt, du hast einen Filter in einem Tool, schickt er jeweils die Daten und dann siehst du zum Beispiel, hier sind, oder? Okay. Du kannst hier zum Beispiel nach Remaining Lifetime sortieren, dann weißt du, okay, dieser Filter hier, der ist in zwei Wochen fällig. Ja. Und vor allem, der wird erst dann ausgetauscht, wenn die Kapazität null ist. Ja. Oder? Du kannst wirklich jeden Milliliter ausnutzen, der da drin ist. Oder? Und auch alles, was am Anfang an Überfilterung da ist, wird dann nachher wieder kompensiert, weil man einfach den Verschnitt wieder... Ganz genau, ganz genau. Der zweite Vorteil ist natürlich, du kannst deine Techniker besser einplanen. Oder? Angenommen, du hast jetzt hier 100 Filter. Oder? Du machst hier welche sind jetzt fällig? Okay, jetzt kannst du deine Tourenplanung dementsprechend einplanen. Du kannst auch über dieses Portal den Bypass manuell einstellen. Angenommen, der Kunde ruft dich an, du, der Kaffee ist nicht gut. Dann fragst du, okay, hast du frische Bohne? Ist die Maschine gereinigt?
ja, ist der Filter noch okay, ja, der hat noch Kapazität, dann kannst du hier reingehen und sagen, okay, ich stelle jetzt einen Filter zum Beispiel 10% niedriger oder höher. Je nachdem, ob der Kaffee eher jetzt bitter ist oder sauer, kannst du dem entgegensteuern. Das ist genial. Du musst den Techniker nicht schicken, du sagst dem Kunden, ruf ihn 2 Tage wieder an, falls es nicht okay ist. In der Regel ruft er nicht mehr an. Bei Kaffee ist es immer, ja, auch so eine Tagesform. Cool. Und es ist eine wirklich tolle Sache. Du siehst die Größe, du weißt ganz genau, welcher Filter ist vor Ort. Und eben, alles automatisch. Das Letzte noch, der Kopf hat eine SIM-Karte, der ist mit Daten geladen für 5 Jahre. Nach 5 Jahren, also der schickt jeden Tag einmal ein Update. Nach 5 Jahren kannst du einfach den aufladen und dann hält er nochmal 5 Jahre. Cool. Also eigentlich, wie halt Köpfe sind, nur noch Filter drauf und fertig. Genau. These range of pressure from 0 basically to 12 bar, yeah, to emulate the lever. Hier bei Probert, bei Philipp. Genau. Hey. Und Probert hat was Neues sozusagen. Was ist das denn genau für ein neues Ding? Genau, also wir haben unseren Wasserstoffröster mitgebracht. Aktuell in der 5 Kilogramm Chargengrößenversion ist unsere P-Serie. Genau, wir haben das Ende letzten Jahres vorgestellt. Ist ein neues Produkt, genau. Und erstmalig jetzt hiermit auch auf der Messe. Genau, hat einen Wasserstoffbrenner, also mittlerweile alle 3 Beheizungsarten dann auch für die P05 verfügbar, genau, und von der elektrisch über die konventionelle, ja, jetzt auch eine Wasserstoffbeheizung. Wasserstoff, das ist ja so das Thema überall in den Medien, so ein Zukunftsthema für die Industrie. Ja, ja. Sag doch mal ganz kurz, was ist Wasserstoff und muss ich da Angst haben, wenn ich das installiere, brauche ich einen Hochsicherheitsbehälter oder wie funktioniert das? Tatsächlich verhält sich das recht ähnlich, genau, wie konventionelles Gas. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man beachten muss, aber jetzt tatsächlich hier so im Shop-Bereich, wir empfehlen da Flaschenbündeln zu arbeiten. Das ist auch tatsächlich vom Handling relativ easy. Du hast ein Flaschenbündel dahinter und genau, dann verhält sich das halt wie, ja, andere Gase auch. Ist natürlich entzündlich, aber genau. Wenn ich jetzt röste, als Röster, habe ich dann andere Eigenschaften, verhält er sich anders oder ist es eigentlich wie ein normaler Gasröster? Nee, tatsächlich natürlich, was im Inneren passiert, ist natürlich ein bisschen was anderes. Wir haben einen anderen Brenner da drin. Auch natürlich der Wasserstoff verhält sich ein bisschen anders. Aber ansonsten für den Anwender oder die Anwenderin kein Unterschied, weder in der Anwendung, in der Steuerung, noch ja, für das Endergebnis. Ne? Also der Kaffee, der schmeckt genauso. Wir sind da echt lange dran, haben echt viele Versuche gemacht. Und ja, das Ergebnis unterscheidet sich nicht. Von daher, genau. Aber du hast mir eben vorher gesagt, dass CO2-neutral rösten kann man trotzdem nicht. Ja, also wenn du natürlich grünen Wasserstoff hast, klar, ist der eigentliche Brennprozess im Brenner. Natürlich kann CO2-neutral sein. Aber wir arbeiten hier, klar, mit Kaffee, mit einem Naturprodukt. Ne? Also der Röstprozess, egal ob du jetzt eine elektrisch oder eine Wasserstoffvariante hast, der Kaffee setzt natürlich beim Rösten auch CO2 frei. Deswegen vermeiden wir da das Wording, dass es komplett CO2-frei ist. Aber es ist natürlich, wenn du mit grünem Wasserstoff röstest, eine nachhaltige Alternative. Eine Frage noch, wie ist es denn, habe ich dann das, was hinten rauskommt, also die Verbindung von dem verbrannten Wasserstoff und dem Kaffee, kommt da sauberere Luft raus als bei einem normalen Gasröster? Es kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Abgasbehandlung an, die du da dran hast, genau. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn der Wasserstoff an sich vor Ort verbrennt, dann neutral. Genau, ansonsten musst du halt bei der Herstellung differenzieren. Es gibt ja unterschiedliche Optionen, wie Wasserstoff hergestellt werden kann. Genau. Und ansonsten, klar, der Röstprozess, der Kaffee, ne, der setzt natürlich auch Emissionen frei. Das gilt natürlich noch zu berücksichtigen. Ja, verhält sich aber ähnlich wie bei allen anderen Beheizungen. Und was ziemlich cool ist, du hast gesagt, ich kann auch jetzt schon hingehen bei einigen eurer Modellen, die bestehenden Gasbrennelemente austauschen gegen das Wasserstoffelement und auch die Industrieröster, bei denen ist es auch möglich. Das ist ja auch auf jeden cool. Fall, genau. Also für die konventionell beheizten, genau, bei der P-Serie ab der Serie 2 kannst du auch Retrofit-Optionen genau wählen, das ist kein Problem. Dann wird der Brenner ausgetauscht, ein paar Einstellungen werden dann noch gemacht und ja, ist kein Problem. Und gerade auch bei den größeren Maschinen, wir haben ja viele Maschinen im Bestand und auch da, außer für die jetzt im Industriebereich, die kleineren und die ganz großen, haben wir eigentlich für alle mittlerweile auch eine Lösung im Bereich Wasserstoff und so bleibt
ja, der Kunde oder die Kundin halt auch flexibel, auf jeden Fall auch für die Zukunft gerüstet. Ja, mega cool. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, das mal uns zu erklären. Ja, sehr gerne. Vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, wenn ich es noch erwähnen kann. Wir wurden tatsächlich jetzt hier auf der Messe oder im Rahmen der Messe noch mit der P05 Wasserstoff ausgezeichnet. Mit dem Best Product Award, haben da von der Specialty Coffee Association, genau, man sieht es auch hier. Genau, sind wir natürlich ganz stolz drauf, ist eine super Sache. Und ja, großes Lob dann unsere Ingenieurinnen und Ingenieure. Ja, ist eine gute Sache, glaube ich. Auf jeden Fall cool. Deutsche Ingenieurskunst made in Emmerich. So ist es. Ja. Sehr gut. Perfekt, vielen Dank dir. Vielen Dank für deinen Besuch. Halo ist auch so eine Maschine. Interessant, wir haben das schon ein bisschen länger verfolgt. Die wurde schon mal vorgestellt, wurde das Konzept im Rahmen von Karimali. Und das ist jetzt eine Art Spin-off, so als kleines Startup nochmal oder als Startup oder Eigenbrand, sagen wir es so. Und es geht dabei darum, dass es eine Art von Induktionsheizung ist. Also kein Kessel, kein Thermoblock, kein Thermojack, Jet, sondern ein Induktionsheizverfahren, welches natürlich ziemlich schnell heiß ist. Immer noch muss die Brühgruppe aufgeheizt werden, das ist natürlich immer die Thematik. Und ja, das Ganze ist modular. Man kann auch mit der Induktionstechnik auch die Milch erhitzen und einen ordentlichen Milchschaum machen direkt aus der Maschine. Also schon einige smarte Sachen. Was mir auch gefällt, ist Temperatursteuerung im Brühverlauf. Du hast Druckprofilsteuerung, es ist eine Gearpump verbaut, also eine Zahnradpumpe. Wir müssen es uns dann am Ende nochmal angucken, inwiefern alles auch in der Tasse so ist, inwiefern es auch so gut funktioniert, wie es jetzt hier angekündigt wird. Aber sicherlich eine Entwicklung, die wir uns anschauen müssen. Und dann werden wir irgendwann Induktion wahrscheinlich auch noch bei anderen Maschinen sehen, wenn es denn so funktioniert. Was auf jeden Fall sehr spannend sein wird, das kann ich jetzt schon sagen, ist der Energieverbrauch. Auch der wird hier wahrscheinlich sehr gering sein. Natürlich waren wir auch bei ECM und Profitec und haben so geschaut, was da so alles geht. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen näher rein in den Stand. Wir sind jetzt bei ECM, bei Michael, beim CEO. Möchtest du mal erzählen, was gerade so geht, nachdem wir so viele Maschinen von euch getestet haben? Ja, was natürlich. Alles Neues kommt. Also, was haben wir denn hier neu? Also, wir stellen jetzt hier auf der Messe, auf der World of Coffee in Athen vor, die neue RO700, die nennen wir Drive. Optische Features, unterschiedliche sind, sie hat eine kürzere Auffangschale bekommen, also das heißt sichtbares Grundchassis. Das gleiche, was wir schon bei der 400 gemacht haben. Sie hat generell die Quicksteam-Ventile, das heißt für die schnellere Entnahme Dampf. Wir haben das Flussprofil als Standard verbaut mit einem roten Manometer, wo du auch die verschiedenen Phasen erkennen kannst. Also das heißt, du hast dein Brew, Ramp und Brew. Das heißt, dass der Kunde einfach weiß, wo er sich befindet und dass er es wieder reproduzieren kann. Die Reling ist jetzt schwarz geworden, auch mit einer neuen Form. Und auch nicht scharf. Auch nicht scharf, genau, genau. Das kommt aber auch ein bisschen durch die Farbe, muss man natürlich sagen. Genau. Genau. Ansonsten haben wir auch noch eine ganz kleine Änderung vorgenommen hier. Da wird es jetzt so Gummibumper geben, die den Abstand, die Tassenablage bringen und nicht die 3M-Produkte. Das ist eine Kleinigkeit. Ansonsten vom Innenleben. Die Maschine ist jetzt noch aufgeräumter als vor. Wir haben jetzt ein neues OLED-Display, wo man natürlich verschiedene Icons, verschiedene Funktionen hat bei dem Gerät, was die alte Pro 700 nicht hatte. Also zum Beispiel, das erste ist, hier verfügt über einen Fast-Heat-Up-Mode. Das heißt, sie wird schneller heiß. Das gleiche, was wir mit der Go gemacht haben, hat dann quasi die Maschine auch. Wir gehen erst mit einer höheren Temperatur rein und dann kriegt der Kunde signalisiert, er soll einen Flash machen, um die Temperatur zu reduzieren im Kessel, aber auch die Brühgruppe richtig zu erwärmen und den Siebträger. Ja. Genau. Ansonsten, vom Aufbau her, durch das neue Display und durch die neue Elektronik kommt man auch sehr gut dran, wenn man mal einen Service machen müsste an das Bauteil, muss nicht den Kessel ausbauen, was davor der Fall war. Die Elektronik bietet jetzt alle Möglichkeiten, wie auch bei unserer Max. Das heißt, Einschaltzeiten, Ausschaltzeiten zu programmieren, eine Brennversion zu definieren, die man aber auch über eine Art Shortcut, das heißt über einen Tasten drücken, quasi ein- und ausschalten kann. Ja. Du hattest ja vorher noch gesagt, dass man eigentlich mit langem Drücken direkt in Brühtemperatur reinkommt und eigentlich so die direkten Verbindungen etwas näher hat. Genau, genau. Also um einfach die Nutzerfreundlichkeit, also das Menü ist ja sehr groß bei uns, so ähnlich wie auch bei der Max. Und um einfach das, sage ich mal, nutzerfreundlich zu gestalten, was möchte ich denn machen? Ich möchte schnell den Dampfkessel ein- oder ausschalten können. Weil wenn ich nur Espresso machen möchte, lasse ich den Dampfkessel einfach aus. Ja. In dem Moment, wo ich aber die Situation habe, ich möchte einschalten, statt reinzuwählen ins Menü, einfach lange Zeit drücken und dann geht das los.
Das zweite ist natürlich auch eine Präinfusion. Wenn ich einen Shot Espresso zubereite, heißt das, ich möchte den Unterschied schmecken mit und ohne Präinfusion. Und das kann ich natürlich bei dem Gerät dann auch einfach machen. Dazu die Einschalt- und Ausschaltzeiten. Wenn ich jetzt mir die Einschaltzeiten programmiere, kann ich natürlich das Gerät auch in Sleep, also in einen Modus versetzen, wo das Gerät dann wieder am nächsten Tag eingeht oder nachdem was eingestellt ist. Und das sind dann die großen Vorteile von der neuen Drive. Und dann kann ich pro Tag einmal hoch, einmal runter. Man kann zwei Zeiten definieren. Zwei Zeiten pro Tag, also zwei Ein- und Ausschaltzeiten. Und wenn ich noch den Eco-Modus verwende und hinter dem Eco ein Zeitfenster definiere, habe ich auch, wenn ich außerhalb dem Zeitfenster bin, die Funktionalität, dass quasi dann nach den 30 Minuten oder 60 oder 90 die Maschine ausgeht. Ja, komplett aus. Genau, komplett ausgeht. Ja. Wenn ich mich in dem Zeitfenster befinde, wo ich eingestellt habe, bleibt sie an. Ja. Also, genau. Und hat natürlich einen neuen Schalter, um einfach als optische Abgrenzung, ja. Und der ist rot, bevor sie heiß ist. Nein, der ist einfach nur grün. So, wir sind hier immer noch bei Profitec und eigentlich haben wir gedacht, wir kriegen guten Espresso, stattdessen wir kriegen eine Tätowierung. Wobei, das ist ja auch in Ordnung. Wir haben ein bisschen einen kleinen Designfehler gemacht, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es auch euch auffällt. Mir ist es sofort aufgefallen. Man könnte sagen, gelungenes Guerilla-Marketing von den Kollegen von Lelit. Schöne Gespräche hatten wir wieder mit Mauro von Lelit. Der sprudelt immer so, der ist ja voll in der Entwicklung. Das ist einfach schön, mit ihm die Zeit auch zu verbringen und zu hören, wo sie bei Lelit dran sind. Welche neuen Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben auch über die Probleme gesprochen, die wir in der Lelit Bianca gefunden haben. Da gibt es ja durchaus auch einige, was wir euch dann noch berichten werden und wie man damit umgehen kann. Gleichzeitig hat er uns erzählt, wie es heutzutage ist, auch die Zusammenarbeit, wie sie funktioniert mit Breville, dass sie profitieren von der Technologie, die er auch selbst zur Verfügung stellt, dass sie die gleichen Patente natürlich nutzen können, aber auch, dass für sie als kleine Unternehmung das schon eine tolle Möglichkeit ist, auch mal was neu zu entwickeln und zu sagen, hey, wir brauchen eine neue Pumpe, die soll leise sein. So, und wir sind nochmal durch die ganzen Steuerungen gegangen von der Elisabeth, von der Bianca auch. Und ja, also ich muss schon sagen, wirklich einfach auch ein spannendes Unternehmen. Und so wie wir das hören, hat man dort geschafft, die Identität zu erhalten, das Team zu erhalten und ist durchaus auch an weiteren Weiterentwicklungen dran. Und im Herbst soll es da noch was geben. Vielleicht bei der Host, vielleicht wird es noch nicht offiziell da vorgestellt, man muss in die Fabrik, aber ich überlege mir, ob ich da nicht einfach mal einen Blick vorbei werfen werde. May I try it? Nee, war auf 100. So, wir sind hier bei Ascaso mit Raul, der uns schon ganz, ganz viel erzählt hat über die Neuerungen, die kommen, und mit Johannes von Espresso Pool. Johannes, erzähl mal, was kommt, was können wir erwarten? Also wie jedes Jahr vor der Horst-Messe ist ja immer die Horst sozusagen die Ziellinie, wo dann die ganzen großen Neuheiten kommen. Jetzt bei der World of Coffee haben wir aber trotzdem schon ein bisschen was, und zwar Steel Duo BID Plus. Das ist eine Maschine, die im Endeffekt den Steam Tab an der Seite, diesen Joystick, praktisch auch in das Steel-Modell halt bringt, und das macht schon Spaß. Das ist eigentlich eine edlere Version der Maschine, kann man sagen, so mit Steam-Tipps, die sozusagen dann halt mitgeliefert werden, einen bodenlosen Siebträger schon im Lieferumfang mit drin, also es gibt halt den doppelten und einen bodenlosen, was ja eigentlich auch cool ist, weil es im Endeffekt ja auch das ersetzt ja fast diesen Einer-Siebträger, oder? Wer benutzt den noch heute? Kaum einer. So. Und das heißt, den gibt es jetzt eben schon dazu auch, und ja, hat ein anderes Tray und hat halt diese Verstärkung im Gehäuse, wobei das jetzt auch der Standard dann wird. This is going to be the standard, right? So this tray is going to be the standard also for in this model. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall was, finde ich schon, was nochmal so ein bisschen noch Details, die halt auch die User haben wollten, einfach auch mit dazu bringt. Ja. Ne? Und dann sind schöne Siebe mit dabei. Absolut. Das freut uns sehr. Und die Competition-Dusche ist auch mit dabei. Hat auch so eine Silikon-Dichtung jetzt auch, die lebenslang hält. Das ist natürlich kurzes Leben. Ich schätze mal so drei, vier Jahre auf jeden Fall. Diese grünen Dinger, die kennst du halt sonst von Lamazocco. Ja. Ist auch mit drin. Ist eine coole Maschine, denke ich. Ja. Cool.
Keine Tassenheizung, glaube ich. No cup heater anymore. Ja, was auch gut für die Energieersparnis ist. Ja. Letztendlich. Brauchte keiner vorher, jetzt ist sie weg. Also da ist einiges passiert in den letzten Jahren, seit wir die Maschine kennen. Ja. Das ist echt schön zu sehen. Wir sind hier bei Varia am Stand. Das ist ein cooles, junges Unternehmen, was Mühlen herstellt. Also sie haben Handmühlen und auch elektrische Mühlen. Und das Coole an der ganzen Sache ist, es gibt verschiedene Mahlwerke. Also für verschiedene Einsatzarten gibt es verschiedene Mahlwerke, die man einfach austauschen kann. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wie die einzelnen Mahlwerke untereinander sind. Wissen wir jetzt nicht, aber man kann da sehr viel einstellen und probieren. Das ist eigentlich cool, dass das so modular ist. Außerdem haben sie eine Waage noch und eine Handmühle. Die Handmühle ist auch recht cool, weil man kann hier einfach einen Motor draufschrauben und dann malt sie elektronisch und ist kleiner. Und man kann aber auch einen Händel drauf tun und man kann mit der Hand malen. Das finde ich eigentlich noch ganz cool, weil erstmal am Morgen, wenn man ein bisschen faul ist, kann man einfach den Motor drauf tun und man muss nicht noch Sport machen für seinen Kaffee. Ich finde sie auch recht cool, sehr hochwertig. Ich habe immer das Gefühl, da hat ein Apple-Designer mitgearbeitet. Also man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie billiger Plastik ist. Es ist alles aus Metall, sehr schön mit Magneten gearbeitet. Ich finde, das macht sehr viel Spaß. Wir haben jetzt auch eine bei uns und testen sie die nächste Zeit. Ich bin dann echt gespannt, wie die Partikelanalyse ist. Ja, ja. So, wir sind bei Sinesso. Auf jeden Fall ein sehr eigenes Design. Ich mag es noch. Ich sehe schon bei Michel. Ich bin mir nicht sicher, die Größe gefällt ihm, der steht ja auf große Sachen. Nee, aber das ist mir zu groß. Ich finde das für eine eingruppige Maschine. Sagt der Mensch, der eine GS3 zu Hause hat. Ja, aber die ist viel schmaler und nicht so klopfig. Guck doch mal rein. Sind wir in der Präinfusion und jetzt können wir hier... Ah ja, krass. So, den Druck erhöhen, sehr schön. Ach, das ist wieder... Ui. Das, also wenn dann können wir es abspeichern, was wir gemacht haben. Wir können unsere Rezepte auch replizieren. Also ne? History können wir anschauen, was gelaufen ist. Sieht schon nach einer Maschine aus, die wir anschauen sollten, Michael. Ja, vor allem so wie ich dich gerade verliebt sehe. Ja, mir ist das viel zu groß. Also wir stehen hier zusammen mit dem David und dem Manuel am Laveramic-Stand und brühen schon seit ein paar Stunden mit dem neuen Brüher von Laveramics. So ein Flachbettbrüher. Bis jetzt müssen wir sagen, der performt eigentlich ganz gut. Also vor allen Dingen zusammen mit der Mühle und mit unserem neuen Orlin. Genau, die Mühle, vielleicht die kennen noch nicht alle, ist die Bentwood V63. Was ganz cool ist, dass sie hier oben so eine Verstellung für die Mikron, also kann man relativ gut eine Skala sehen und man hat eine mega breite Range zum Einstellen. Das ist ganz cool. Und ja, mit dem neuen Brüher hier macht auch eigentlich ganz großen Spaß. Läuft eigentlich ziemlich gut ab mit dem klassischen Kaliterfilter. Ja, und wir haben jetzt seit heute sozusagen das erste Mal den All-In gebrüht. Der ist vor 4 Wochen angekommen. Wird wahrscheinlich so in 2-3 Wochen dann auch wieder bei uns erhältlich sein. Und das macht Spaß. Oder? Manuel? Top Kaffee. Und warum, wenn ihr hier den Manuel mitfindest und die Mühle auch, warum gibt es da keinen Test von uns? Ja, man muss ja dazu sagen, die Mühle gibt es jetzt so seit 3,5 Jahren ungefähr. Ja, ja. Und der Manuel ist halt so ein Entwicklungstier. Die hat sich einfach über die 3 Jahre, jedes Mal, wenn ich die Mühle gesehen habe, irgendwo, war immer irgendwas Neues dran. Und wir haben immer gesagt, komm, nee, wir machen das jetzt noch nicht, den Test. Wir machen jetzt den Test noch nicht, da ist jetzt wieder das neu, jetzt wieder das neu. Und jetzt, ich habe Anfang des Jahres haben wir gesprochen und dann hieß es, na Felix, jetzt müssen wir noch einen Moment warten, weil bald ist sie 100% Swiss-made. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es dann soweit. Dann werden wir den Test bald nachholen. Ja, also das kriegen wir auf jeden Fall in diesem Herbst noch hin. Das war die World of Coffee hier in Athen für uns und für euch. Viele Eindrücke, viele schöne Begegnungen, interessante Maschinen, teilweise schon hier, teilweise werden sie in den kommenden Monaten kommen. Wir werden natürlich dranbleiben, wir werden testen, wir werden messen und wir werden euch berichten, auch noch in der Tiefe, wie unser Eindruck ist. Aber das einfach mal so als eine Übersicht hier von den Momenten und Eindrücken, die wir hier in Athen erleben durften. Wir danken euch
Wir senden schöne Grüße, wo auch immer ihr gerade seid, und wünschen euch mal wieder einen leckeren Kaffee in eurer Hand. Habt's gut, auf bald.